So, jetzt bitte. Ein Motorboot vertrat liegen mit der Geschwindigkeit V von T gleich 960 mal E minus T minus 960 mal E hoch minus 2T. T Größe gleich 0, T in Minuten, F von T in Meter pro Minute. A. Bestimmen Sie die höchste Geschwindigkeit des Motorbootes. B. Man nimmt die Geschwindigkeit des Motorbootes am stärksten ab. Ja, und da gucken wir uns jetzt mal die A an. Und bei der A haben wir, ein Signalwort. Wie heißt das Signalwort? Höchste Geschwindigkeit. Sehr richtig. Was müssen wir also machen? Ableiten. Und? Gleichung besetzen. Sehr gut. Also, dann machen wir das doch mal. V' von T ist gleich. Ableiten, 0 setzen. Die Ableitung ist minus... Achso. Ja, diktieren Sie. 960 mal E hoch minus T plus 960 mal 2 mal E hoch minus 2T. Sehr gut. Ganz toll gemacht. Das setzen wir 0. Nächster Schritt. Wir haben extra hier 960 mal 2 geschrieben, da sieht man dann schon was. Das kann man durch 960 teilen, dann ist das nämlich weg. Und Sie können noch was machen, das empfehle ich Ihnen. Sie können das auch noch durchmultiplizieren, damit Sie diese negativen Exponenten loswerden mit E hoch 2t. Jawohl, also die beiden Sachen sollten Sie machen und dann erhalten Sie... Dann steht hier, das Minus bleibt, kann ich nicht gegen wehren, die 960 ist weg. Und aus e hoch minus t mal e hoch 2t wird e hoch t. Minus e hoch t plus, das ist das gleiche Plus wie das hier. Jetzt die 960 fällt wieder weg, die 2 bleibt erhalten und e hoch minus 2t mal e hoch 2t ist e hoch 0, also 1. Also steht da plus 2 gleich 0. So, dann e hoch t gleich 2 oder t gleich ln von 2. Sehr gut. Und da weiß ich immer den Wert auswendig. Das ist 0,693 etwa. Der ln 2 ist meiner Ansicht nach eine der Zahlen, die Sie auswendig können müssen. Jetzt nicht für diese Aufgabe, aber wenn Ihnen irgendwo einmal ein 0,693 begegnet, dann könnte es sein, dass da ein ln 2 irgendwo in der Nähe ist und das zeigt Ihnen manchmal bestimmte Zusammenhänge. Also kommt hier jetzt ln 2 raus. So, und jetzt ist es so, dass, lesen Sie nochmal bitte die A vor. Bestimmen Sie die höchste Geschwindigkeit des Motorboots. Und was müssten wir jetzt, noch machen? Das sind die alte Funktion einsetzen. Das ist das erste, sehr gut. Also berechnen wir V von ln 2 und das ist 960 mal E hoch minus ln 2 minus 960 mal E hoch minus 2 ln 2. So, jetzt ist die Frage, was ist e hoch minus ln 2? Ich fange mal vorne an. Was ist denn e hoch ln 2? Das sollten Sie übrigens auch wissen. E hoch ln 2 ist 2. Der e und der ln, die fressen sich gegenseitig weg. So, und e hoch minus ln 2, den Minus kriegen Sie in den ln rein. Was ist denn minus ln x? Das ist das gleiche wie ln von 1 durch x. Auch das ist eine Formel, die Sie meiner Ansicht nach wissen sollten. Es geht dabei nicht um den Wahlteil, es geht dabei eher um den Pflichtteil oder wenn Sie im Wahlteil Zusammenhänge haben wollen. Also ist e hoch minus ln 2 das gleiche wie e hoch 1 durch 2, also e hoch, also 1 halb. Also das gibt dann 960 halbe minus, und jetzt kommt die 2 ln 2, minus 2 ln 2 ist das gleiche wie ln von
2 hoch minus 2, also ln 1 Viertel. Ja? Also ist e hoch ln 1 Viertel 1 Viertel, also 960 halbe minus 960 Viertel. Aber wie gesagt, Sie dürfen das im Wahlteil auch mit dem Taschenrechner machen. Wenn Sie es präsentieren, dann ist es halt nur peinlich, wenn Sie da sitzen und tippen. Aber jetzt muss ich auch schon tippen. Was ist denn 960 Viertel? Hat das jemand gerechnet? 240, ja, gut. Also, das heißt, Sie sehen, die Maximal- oder diese Maximalgeschwindigkeit ist 240 Meter pro Minute. Eine komische Einheit in der Situation. Ja. Aber egal. Jetzt stellt sich bei der A noch eine kleine Frage, bezogen auf Klasse 10 und die damit verbundene Klassifikation. Welche Frage stellt sich? Ob das wirklich die Höchstgeschwindigkeit oder die Tiefstgeschwindigkeit ist. So ist es. Sehr gut. Also ja, Sie müssen gucken, ist das das Maximum oder das Minimum. Das heißt, jetzt müssten Sie eigentlich hergehen und mit Hilfe der zweiten Ableitung das nachweisen. Die Frage ist, müssen Sie das wirklich? Und die Antwort liegt im Anfang der Aufgabe. Lesen Sie bitte nochmal den Anfang der Aufgabe vor. Ein Motorboot fährt quasi mit der Geschwindigkeit f von t gleich 960 mal e hoch minus t minus 160 mal e hoch minus 2t. Da steht was. Abbildung. Da steht Abbildung. Und Abbildung 100. Genau. Und weil Sie die Abbildung haben, sehen Sie, dass es sich aufgrund der Abbildung um ein Maximum handelt. Das heißt, in der Abbildung haben Sie dann eine Funktion, die irgendwie so aussieht. Und da sehen Sie ja wohl, das ist ein Maximum. Wenn da bestimmen steht, dürften Sie rein theoretisch die 240 sogar aus der Abbildung ablesen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ich gehe auch davon aus, dass bei Ihnen die Abbildung etwa so aussieht wie meine hier. Dass da irgendeine Abbildung ist, ohne Skalierung, ohne dass Sie einen Wert ablesen können, aber dass Sie entdecken können, dass es sich tatsächlich um ein Maximum handelt. Vermutlich müssen Sie das nicht schreiben, Maximum siehe Abbildung, aber ich schreibe das Ihnen mal hin. Wie gesagt, wenn Sie nicht sicher sind, schreiben Sie es hin. Negativ ausgelegt wird das sicher nicht. Maximum aus Abbildung abgelesen. Also die Tatsache des Maximums habe ich aus der Abbildung abgelesen. Gut, das habe ich einfach mal gemacht. Und wir kommen jetzt zur B. Und bei der B wird nach der stärksten Geschwindigkeitsabnahme gefragt. Wie machen Sie die stärkste Geschwindigkeitsabnahme? Ableiten? Ja, das hätten Sie sauber ausdrücken können, stimmt aber. Wir brauchen jetzt die Steigung am Wendepunkt. So ist es. Oder andersrum, Sie brauchen die? Zweite Ableitung. Sehr richtig. Also Sie müssen die Ableitung ableiten. Ja, das hätten Sie eventuell sagen dürfen. Aber es ist egal, ableiten haben Sie natürlich recht. Gibt es keine Frage. Sehr schön. Also V2' von t. Dazu müssen Sie das hier ableiten. Und da erhalten Sie hier minus mal minus plus. Das sind 960. E hoch minus t, das alterniert immer so, aber dann minus 960 mal 4, ich habe es einfach wieder so geschrieben, wie Sie es gemacht haben, mal e hoch minus 2t. Was mache ich mit der zweiten Ableitung? Die setze ich zu 0 und rechne das aus, genauso wie Sie es vorhin auch gemacht haben. Also wir teilen durch 960 und wir multiplizieren mit e hoch 2t und dann erhalten wir e hoch t, der Rest ist weg, minus 4 mal das e hoch 2t ist auch weg, gleich 0. Es ist also analog zu dem und Sie sehen, die Vorzeichen alternieren immer hin und her, sodass man immer schön positive Werte auch kriegt. Ja, und das bedeutet, dass t gleich ln von 4 ist. Jetzt ln 4 weiß ich nicht auswendig, aber ich weiß ja ln 2 auswendig. Da müssen Sie diesen Wert hier einfach verdoppeln. Und das ist 6, 8
und das sind 12, also 13. Das ist also etwa 1,368. So, das ist LN4. Jetzt müssten Sie rein theoretisch den Wendepunkt verifizieren, was Sie nicht müssen, weil Sie in der Zeichnung erkennen, dass Sie einen Wendepunkt bei dieser Funktion haben, nämlich irgendwo hier da dazwischen, das sehen Sie. Also das heißt, die Wendepunkt ist siehe Abbildung, also das sage ich hier an der Stelle. Ich glaube nicht, dass Sie schreiben müssen. Gut, jetzt, wie geht es jetzt weiter? Also Sie haben vorhin gesagt, Sie brauchen die Steigung am Wendepunkt. Wie rechne ich die? Wir setzen den Wert, also LN4 jetzt in die erste Daran. Sehr gut. Also V' von LN4. Und Sie dürfen das wieder mit dem Taschenrechner machen. Ich rechne es Ihnen trotzdem vor. Das ist ja das V'. Das ist minus 960 mal E hoch minus LN4 plus 2 mal 960 mal E hoch minus 2 LN4. So, und wenn Sie, was gibt E hoch minus LN4? Haben wir vorhin gehabt. E hoch minus LN4, was gibt das? Minus 4. Beinahe. Vorhin war... So, ja, sehr gut. Ja, hier sehen Sie es. Ja? Also hier E hoch minus, da muss man wirklich aufpassen, weil man ist da geneigt, minus 4, aber es ist nicht ein 4, es ist ein Viertel. Ja? Es ist völlig richtig. Also minus 960 Viertel und dann plus und minus 2 LN4 ist, oder E hoch minus 2 LN4? Ja, fast. 1,16. Richtig, wenn Sie es mit der 2, dann ist wieder das Achtel, ja? Aber es ist 1,16. Ja? Also ist das plus 960 Achtel, weil es ja 2 davor steht. So, und das ist dann, wenn Sie es ausrechnen, 960 Achtel. Und hat da irgendjemand einen Wert dafür? Habe ich da jetzt ein Minus? Sie haben recht, das ist tatsächlich hier Minus. Nee, Sie haben recht. Ich hab das Minus hier vergessen. Ja, das ist hier Minus und Minus 120. So, jetzt brauche ich da noch eine Einheit dazu. Meter pro Minute Quadrat. Ja, und das handelt sich hierbei Meter pro Minute Quadrat. Was ist denn das vom physikalischen Typ her? Minus 120 Meter. Was war das? Ja, das ist also eine Abbremsung, also es ist eine negative Beschleunigung. Das wird maximal mit minus 120 Meter pro Minute Quadrat abgebremst durch das Minuszeichen. Jetzt lesen Sie aber bitte nochmal die Frage vor. Wann nimmt die Geschwindigkeit des Motorbootes am schnellsten ab? War da nur das Wann gefragt? Ja. Schade, jetzt haben wir gleichzeitig, also das Wann, dann wären wir hier an der Stelle schon fertig gewesen. Wenn ich Sie jetzt frage, wie groß ist die maximale Abnahme, dann würde ich jetzt antworten, nicht minus 120 Meter, sondern plus 120 Meter. Ja? Das heißt, wenn also weiter nach dieser maximalen Abnahme gefragt ist, baue ich in die Aufgabe noch mit ein. Okay, wenn da noch danach gefragt ist, müssen Sie dann eben aus dem Minus ein Plus machen. Oder Sie müssen sagen, die Zunahme, die minimale Zunahme ist das hier. Ja? Aber wie gesagt, also da muss dann das Minuszeichen weg. Und denken Sie dran, die Erstkorrektor, der schreibt Schreibfehler hin, der Zweitkorrektor zieht es dann ab. Also das heißt, da muss dann das Minuszeichen weg sein.